Wir sind immer noch bei Schmidt und wir begeben uns in den Lizenzbereich. Und zwar diesmal von einer TV-Show im ARD, die anscheinend abends läuft. Ich gebe es ehrlich zu, ich habe sie noch nicht gesehen. Wer weiß denn sowas? Aber ich kenne die zwei Comedians kenne ich sehr gut. Ist anscheinend eine Quiz-Sendung. Ist eine Quiz-Sendung, genau. Es werden zwei Teams gebildet, eben das Team Elton und das Team Bernhard. Und wir haben insgesamt 20 verschiedene Fragenkategorien und von denen werden zufällig immer 12 Stück gezogen und die sind dann im Spiel. Wenn man an der Reihe ist, sucht sich ein Team eben eine Kategorie aus, aus dem die Frage gestellt wird. Und dann darf das Team eben diskutieren, welche Antwort ist denn wohl richtig, weil es alles Antworten sind, die man nicht unbedingt wissen kann, sondern wo man eher so ein Bauchgefühl hat oder wo man eben sich über Ausschlussverfahren dann versucht anzunähern, was die Lösung ist. Wenn es richtig beantwortet wird, darf ich die Kategorie mit meinem Teamplättchen abdecken und bekomme Geld dafür. Ansonsten wird es einfach abgedeckt und es wird so lange gespielt, bis alle 12 Kategorien durchgespielt wurden und dann dürfen die Teams nochmal bei der sogenannten Masterfrage entweder alles oder einen gewissen Teil ihres Geldes einsetzen, um das nochmal zu verdoppeln oder eben auch wieder zu verlieren und das Team, was am Ende das meiste Geld hat, hat gewonnen. Okay. Und dann kann man hier mal ein paar Wochen sozusagen die TV-Sendung mit spielen. Richtig, genau, ja. Wunderbar. Dann vielen lieben Dank für die Vorstellung. Ja, gerne. Und ich sag mal, Hohecker, Sie sind raus. Den Spruch kenne ich noch. Von 7 Tage, 7 Köpfe war das, glaube ich.